Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Und nein, eigentlich wollte ich keinen neuen Ringkrieg starten, denn wir haben ja schon einen. Mal wieder. Und joa. Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar, sieht so aus, müsste ich hier noch kämpfen. Ja. Naja, wir haben... Oh Gott. Gimli. Ja, mal schauen. Und zwar habe ich mir überlegt, also jetzt nicht für diese Serie und auch nicht für die nächsten drei, weil ich habe ja noch die Uruk-hai und Angmar und ich glaube sogar noch die Elben vor mir, nach den Zwergen. Also die werde ich ganz normal machen, 1 gegen 5, brutal, Ringkrieg, Wumms. Aber danach hatte ich ja vor, so eine spezielle Challenge zu machen. Also, das ist nochmal... dass es noch mal ein bisschen schwieriger wird und noch eine richtige Herausforderung, wo man dann echt schön schnauft, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wie das ausschauen wird. Und deswegen ja, nee, eher so. Warte, Spinnen geben gute Erfahrung. Spinnen sind gut. Was gibt's denn hier zum Einnehmen? Nichts. Ja, ich will jetzt nicht sofort losstürmen wegen Drogoth. Werde ich aber wohl müssen. Okay. So. Und zwar habe ich mir überlegt, derzeit ist es ja immer so, ich kämpfe irgendwo, bin ein bisschen lucky und kann eine große Armee ausbilden. Und dann sind die ersten drei Länder relativ safe, weil... die Armee behalte ich natürlich. Ist ja klar. Und... Alter, diese Drecksfliege hier. Ich habe sie leider nicht erwischt. Und zwar habe ich mir überlegt... ich habe mir überlegt, dass ich... Ich glaube, in Herr der Ringe Schlachten Mittelerde 2, ohne dem Addon, also im Grundspiel, sage ich mal, war das so, dass man die Armee nur behalten konnte, wenn man auch wirklich genug Geld hatte. Oh, Drache gefährlich. Und ich habe vor, das genauso zu machen. Oh, warte, was war das denn? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, Baumeister. Ja, wie gesagt, das war die Idee. Mal gucken, ob ich das mache, vermutlich schon. Weil dann wird es nochmal richtig schwer, weil ich halt dann wirklich nur behalten darf, was ich mir leisten kann. Und das ist für gewöhnlich gar nicht so viel. Also eine ganze Armee wird es dann meistens eher nett sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, dieser... Oh, Mistkerl. Du stirbst jetzt und gibst meinem Gimli schön viel Erfahrung. Was, er lebt noch? Na jetzt aber. Ach, scheiß drauf. Und tschüss. So. Überlebt er das? Vermutlich nicht. Macht aber nichts. Ich habe das da unten eingenommen. Einen Baumeister konnte ich retten. Der erste Ansturm ist also überlebt. Ah ja. Oh, ist das ein böser Höhlentroll? Ja. Streitwagen. Nee, Katapulte. Ja, wie gesagt, das wäre das so. Und dann mal gucken. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Aber ich will es noch nicht für jetzt machen, für die. Ich will es jetzt erstmal ganz normal für alle Serien machen. 1 gegen 5. Und dann mal gucken, wie das ausschaut. Das wird wahrscheinlich ganz interessant, aber halt nicht so super spannend. Kommt drauf an. Und ich sollte vielleicht hier endlich mal eine Halle bauen. Könnte ganz hilfreich sein. Und danach mache ich vielleicht nochmal ein komplettes Walkthrough. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Mit halt wirklich allen... Ah ja gut, eine ausgerüstete Bataillon verloren. Mit halt vielleicht noch mit allen Völkern. Und dann wirklich nur behalten, was ich behalten darf. Vom Geld her. Also ich darf nicht ins Minus geraten durch Einheiten, die ich halt dann behalten würde. Das geht nicht. Ah, nicht springen, nicht. Nein, 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 nein. Okay. Spring du mal dahin. Na los. Schönes Ding. Mal sehen, aber
den Thranduil zerstören kann. Da fällt mir gerade auf. Ich brauche unbedingt mehr Ausbildungsteile. Wo ist der jetzt? Oh, der ist schon gestorben. Okay. Alles klar. Gut, gut. Dann kann der sich hier durchschnitzeln. Der Gimli macht das ja alles im Alleingang. Das ist nervig, aber macht nichts. Gimli Stufe 3 lernt leider nichts Neues. Hässlicher Halunke. Das ist eine Beleidigung. Ich würde echt gerne mal wissen, was passiert, wenn man jetzt irgendwo Stress hat und dann geht man zu so einem Typen und sagt, boah, du hässlicher Halunke. Ob der sich dann schlecht fühlt oder ob er einfach einen auslacht. Vermutlich letzteres, aber wäre mal ganz lustig zu wissen. Oh, hässlicher Halunke. Naja, ich glaube, du hältst nun mal lange aus. Ja gut, vielleicht halten auch sie nun mal lange aus. Das Ding ist, ich kann den Gimli jetzt nicht zurückziehen, weil wenn man Einheiten wegzieht, also dass sie weglaufen, dann nehmen die irgendwie Bonusschaden und dann sterben die schneller. Das ist sehr unvorteilhaft, deswegen will ich das jetzt gar nicht ausprobieren. Der stirbt jetzt halt einfach. Ich kann es nicht ändern. Es sind halt leider zwei Gegner. Ich glaube nicht, dass ich mir Gimli neu leisten kann. 3000, das ist zu viel. Ich kann mir Gimli nicht leisten. Und wenn ich die 500 für das Banner ausgib, dann lohnt sich das nicht, weil dann spare ich 300. Und 300 ist weniger als die 500, die ich fürs Ausgeben. Also, es lohnt sich einfach nicht. Wie wär's denn mal, wenn ihr da wirklich angreifen würdet? Wo ist denn der Baumeister? Okay. So, die Schmiede hier oder was auch immer das ist, hätte ich gerne behalten. Wow, wo ist die Armee der Toten? Ach so, ah, das sagen die ja die ganze Zeit. Mann, blöde Zwerge. Genau. Oh oh. Ich hoffe, der entkommt. Komm schon. Gut. Ja, können wir hier gleich eine neue Mine bauen. So, ich habe zumindest jetzt einen Katapult. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber der Rest ist halt relativ bescheiden. Jetzt muss man mal gucken. Ich mache halt leider auch nicht sehr viel Geld, ne? Die Menschen aus Tal brauchen noch ein Stück. Die sind dann richtig gut. Also, die helfen schon was. So, das war ganz knapp. Passt aber. Die werden angegriffen, die bleiben defensiv. Ja, bauen wir da. Ne, bauen wir hier noch. Ah, diese blöden Minen, ich sag's euch. Dauernd sind sie in Gefahr. Ja, kaum noch Rohstoffe. L ist auch so ein bescheidener Hotkey. Ich habe aber das leider das, die Befürchtung, dass ich ohne den Gimli das nicht schaffe. Ich glaube, den brauche ich einfach. Ich stelle die jetzt mal auf defensiv. Es wäre cool, wenn der ein bisschen... Ach, so weit... Er kann das Öl nicht so weit feuern. Naja, okay. Problematisch, aber okay. Die Einheit macht jetzt so einen kleinen Ausfallangriff. Und dann mal gucken. Das ist echt bescheiden. So, wie schaut es hier aus? Hört's auf. Defensiv. Oh ja. Ah, oh, schön. Das war gar nicht schlecht. Haut's die mal kaputt. Und dann wieder ausbilden. Eigentlich sollten die das einen Ausfallangriff machen, ich weiß, aber es geht halt jetzt gerade nicht. Aber so langsam, glaube ich, wird das was. Da muss ich lang. Ich brauche halt eine starke Armee, mit der ich wirklich was reißen kann. Wo ich sage, bah! Hässlicher Halunke, stirb! Und dann kann ich darüber rennen und tschüss, aber bis ich diese Armee habe, dauert halt ein bisschen, ne? So, das sieht ganz gut aus, bis auf dass die Mine zerstört wird. Ah! Wow! Close Call. Okay, ja. Never mind. Oh 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 oh. Was ist da? Oh, wie dämlich! Oh, nee, 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 nee. Das ist ja jetzt mal ganz bescheiden. Ja, komm.
Also wenn er so mit den Reitern da reinrennt, dann wundert es mich nicht. Irgendwo da unten war der Gegner. Ich hätte auch gern wieder das Leuchtfeuer zurück. Wo rennen die denn jetzt lang? Muss ich nicht verstehen, oder? So, Menschen aus Tal. Haut's da drauf und ihr haut's da drauf. Die Spinnen sterben da weg. Das ist gut. Und die Spinnen müssten jetzt auch sterben. Hier macht's Rums. Ja, genau. Mitten drauf. Oh, oh, der Wächter. Oh, den hat er schön gerufen. Ich muss irgendwie die Trolle weghauen. Die Trolle und diesen Super-Riesentroll. Fällt mir ein, es wäre gut, mal wieder was auszubilden. Ich könnte Feuerpfeile machen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Bauen wir hier noch eine Mine. Hier defensiv. Ah, der ist jetzt eklig. Was geht da? Nichts, okay. Ah, der Wächter tat sehr weh. Ah, das tat richtig weh. Ah, ihr müsst unbedingt dahin. Das Katapult muss zurück. Es geht nicht anders. Ich muss nochmal hier. Du gehst da rein. Ah, hier kann man kämpfen. Oh, sehr schön gemacht. So, und ihr greift da jetzt diesen Typen an. Die Spinnen werden da angegriffen. Und ihr beeilt euch und greift da auch die Spinnen an. Beziehungsweise die Bogenschützen sollten reichen. Kommt schon. Wo sind meine Bogenschützen? Ah, greift's doch an! Jetzt hier. Ihr greift's da an. Laufen, 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 laufen. Okay, schön ausgewichen. Geht, ging so. Feuer, Feuer, Feuer. Laufen, laufen, laufen. Ah, das wird nichts. Okay. Also Stutter Step kann ich hier nicht machen. Nicht mit der KI. Nicht wie diese Einheiten funktionieren. Leider. Was ich aber machen kann, ist da so ein Dingsbums bauen. Oh nein. Komm schon, komm schon. Sehr schön. Wo greifen die meinen Baumeister an? Das tut mich jetzt mal interessieren. Okay. Okay, die gehen so rum. Phalanx ist deren Stärke. Die Fliege fliegt hier immer noch rum. Ich hasse. Irgendwann fress ich sie auf. Nee, 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 warte mal. Hier, ihr kämpft da. Ihr greift da an. Katapult greift die an. Ihr greift da jetzt an. Ihr haut da drauf. Kann ich mir nichts leisten. Ja, wir haben nie Rohstoffe. Das ist immer das Gleiche hier. So, die Mine verteidigen. Das nervt halt, weil ich da jetzt wegen zwei Leuten hin muss. Aber es hilft nicht. Greift doch bitte die Blödspinnen an. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Und das Katapult ist kaputt. Naja. Ich würde ja sagen, wir müssen mal Neues machen. Allerdings kann ich mir den Scheiß gar nicht leisten. Was ist hier jetzt noch? Feuerdrache. Oh Gott. Haben sie jetzt wirklich das Teil noch zerstört? Boah, ich kotze so ab, Mann. So, hier brauche ich die Heilung jetzt noch nicht reinhauen. So, jetzt machen wir mal so. Ich habe auch immer den Fehler gemacht, alles auszuwählen und das Katapult. Alle Einheiten bewegen sich nämlich, glaube ich, immer mit der langsamsten Einheit, also mit deren Geschwindigkeit. Und das ist halt das Katapult. So, das ist super langsam, total nutzlos. Oh, 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 und zack und, oh ja, recht. Oh, schöne meine Formation. Und nochmal, komm schon. So. Die ganzen Reiter müssen sterben. Hier geht's auf die Spinnen. Und dann bild man nochmal aus hier. Wo bauen wir denn? Naja, nichts hier weg da. Was für ein Minenschacht. Gut. Mach doch einfach mal den Troll hier kaputt, ne? Der nervt doch schon mal am meisten. So, kann man hier nochmal ausbilden. Theoretisch, wenn ich ganz cool wäre, könnte ich mir die Gebäude auch auf Hotkey legen.
Allerdings mag ich das hier nicht so, weil ich glaube, man kann nicht Multi auswählen. Nee, geht nicht. Ja, ist einfach nur doof. Ist einfach nur doof. So, Katapult steht noch. Das... Oh, schön. So. Und dann dahin. Nie aufgeben. Das ist immer so Welle um Welle das Zeugs dem Gegner entgegenschmeißen. Und gucken, dass man halt immer schön gewinnt. Ja? So, und dann immer die Fähigkeiten. Jetzt sind wir schon auf deren Seite der Map. Und das ist natürlich extrem schön. So, erstmal zerstören wir das Gebäude. Die Menschen aus Tal müssten das ja können. Da hat es Spinnen. Die sollten wir jetzt mal weghauen. Na los. Oh, da. Oh, nein, 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 nein. Oh, schöne Flanke. Muss man ihn lassen. Schöne Flanke. Aber wenn ich nicht kompletten Müll baue, dann könnte das noch funktionieren. Ich brauche halt noch ein bisschen mehr Stuff hier, ne? So ein paar mehr. Ein paar mehr Gebäude. Oh, nee, 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 nee. Schade, schade, schade. Wie dreht sich das? Was ein blödes Katapult. Ja, da die Heilung drauf zu tun, lohnt sich auch nicht. Du solltest ganz schnell in Deckung gehen. Warte mal, ich kann doch jetzt hier Feuer machen, oder? Mach doch mal Feuer. Wie viel bringt das? Oh ja, das lohnt sich. So, auf jeden Fall ausbilden. Das darf ich nicht vergessen. Und da oben. Ich baue jetzt hier oben nochmal so eine Halle der Krieger. Und hoffe, die lohnt sich. Ihr müsst dahin gehen. Ihr müsst dahin gehen. Halt, erstmal müsst ihr das zerstören. Na los, kann nicht so schwer sein. Ja, alle spinnen tot. Schön. Mal sehen, ob ich die Bogenschützen noch retten kann. Vermutlich nicht, aber ich kann es ja mal probieren. Ich weiß nicht, Feuerpfeile... Ich finde, das ist noch zu früh. Weil die Viecher sterben einfach zu schnell. Das ist halt das, warum ich die Elben noch als Gegner mit reingenommen habe. Weil die halt wirklich sehr viel mit den blöden Reitern machen. Die machen so viel mit den blöden Reitern. Das ist einfach nur eklig. So. Ja, der Wächter ist zwar eklig, aber macht nichts. So, Katapult bauen wir jetzt erstmal nicht. Aber wir schauen noch. Also theoretisch möchte ich ja bloß, dass jede... Theoretisch, dass jede Aufnahme so um die 20 Minuten lang ist. Weil das so gesunder Standard ist. Mit der Mission hier habe ich mich aber krass verschätzt. Ging aber nicht anders, weil das war die einzige, die da war. Oh, jetzt kommt Enz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche keine Feuerpfeile. Wie blöd von mir. Ich denke halt nicht nach, ne? Ich denke immer nur so, gar nicht. Das ist das, was ich mache. Gar nicht denken. Aber das kann ich gut. Wir verlieren nicht nur am Boden, wir verlieren an allem. Das ist so GG. So, der Troll ist gestorben. Der Ent nimmt leider nicht genug Schaden. Was sehr bedauerlich ist. Hier schaut es aber okay aus. Haben wir jetzt hier wieder einen Baumeister? Ja. Was ist das denn? Oh Gott, Ents. Huh. Ist der Ent jetzt tot? Sehr schön. Ja, ich verliere wirklich am Boden. Ich habe halt leider auch noch nicht wirklich viele. Hier. Na! Fähigkeiten. Das heißt, auf Dauer werde ich das vermutlich so gar nicht gewinnen können. Aber ich kriege auch nicht genug Kohle zusammen, um irgendwelchen neuen Tech freizuschalten. Ich krieg's nicht hin. So, die auf Defensiv. Ja, da können sie angreifen. Katapult ist nicht schlecht. Aber da braucht's halt ein paar, ne? Wenn ich drei, vier Stück habe,
und dann eine schöne Front aufbauen kann, dass ich da mit dem Schaden da was schaffen kann, aber es läuft einfach nicht. Ich weiß, Gimli würde es jetzt auch nochmal rausreißen, denke ich mal. Das ist das Problem. Ja, das wundert mich nicht. Die Linie zu bauen war total blöd. Aber die rennt einfach mit drüber. Vielleicht hilft es mir irgendwann nochmal, wenn so eine Mine ein Upgrade bekommt. Also, dass sie dann anfängt zu feuern und so. Aber bisher sieht das nicht gut aus. Ja, sie greifen vor allem den Mist hier an. Und das Ding stirbt jetzt dann bald. Ha! Ich glaube, hier machen wir mal einen Sammelpunkt. Und ihr defensiv. Ihr defensiv. Ihr aggressiv. Ah, sieht nicht gut aus. Nee, das wird nix, das wird nix. Das wird nix. Ich glaube, das habe ich verloren. Glorreich verkackt. Aber es hilft ja nichts, ne? Und die waren ausgerüstet, aber gegen zwei Gegner so früh im Spiel kann es halt sehr schwer werden. So, und jetzt fangen sie an, meine Festung hier auseinanderzunehmen. Oh, und der Schaden ist gigantisch hoch. Ja, ich hätte eher da oben heilen sollen. Mir geht halt langsam echt das Gold aus. Hier hat er jetzt auch noch irgendwas zum Zerstören. Wahrscheinlich ein End. Ja, der Bär ist es nicht, aber... Naja. Alter, die Elben sind schon extrem nervig. Und der Gegner hat halt jetzt leider auch den Ring bekommen. Das macht's alles nicht besser. Wieso greife ich nicht den Troll an? Gute Frage, nächste Frage. Ja, ich krieg den Minenschacht nicht. Ich habe auch keine Baumeister mehr. Alles, was ich verliere, ist dauerhaft weg. Nee, komm, vergiss es. Das wird nix. Ja, nee, die hatten unten viel zu viel. Schade, es bleibt sehr spannend. Wirklich spannend. Aber na gut, macht man nix. Es ist halt sau schwer. So, das war mein Hauptland. Glücklicherweise spiele ich ja nicht mit Eroberung der Hauptstadt. Tja.